Ahoi, was geht ab, Leute? Hier. Niantic hat glücklicherweise alle Boni, alle Quarantäne-Boni verlängert. Die werden eigentlich am 1. Juni ausgelaufen, aber Niantic hat zum Glück verlängert. Und darüber wollte ich jetzt reden. Dazu hat auch der Kollege Noah wieder einen Artikel. Der hat das gut zusammengefasst, da muss ich mich nicht an alle Punkte erinnern und da hätte ich wahrscheinlich eh wieder einen Punkt vergessen. Ich habe das schon mal angesprochen, ich rede öfters mit meinen Kollegen darüber. Ich habe letztens beim C-Day einen Kollegen getroffen. Der hat jetzt dann neu wieder angefangen, lange zur Pause, hat mit dem Hype gespielt und so. Dann hat er auch gequatscht, haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat er erzählt, dass er es momentan sehr gut findet und dann aber gehört hat, dass das halt momentan eine Ausnahmesituation ist und normalerweise nicht so saftig abgeht. Und ja, das habe ich auch schon angesprochen. Momentan ist halt echt alles saftig, alles ist erhöht, alles ist leichter und man wird fauler dadurch. Man hat sich an den Luxus, das Luxusleben gewöhnt. Und ja, irgendwann wird es leiden, wenn uns das alles wieder genommen wird. Aber wie gesagt, der Kollege Noah hat dazu auch einen Artikel geschrieben. Ab nächster Woche könnte es in Pokémon Go deutlich ruhiger werden. Die Corona-Maßnahmen laufen aus und dadurch könnte das Spiel sich drastisch verändern. Das wurde aber zum Glück jetzt doch verlängert. Also alles gut fürs Erste. Eure Meinung zu den ganzen Boni und den guten Tage. Werdet ihr es vermissen? Wollt ihr, dass es Normalzustand wird? Oder sagt ihr ja? All good things must come to an end. Also alles Gute muss auch mal enden. Und manche wollen sogar, dass es wieder härter wird, dass man sich alles verdient und nicht alles hinterhergeschmissen bekommt, geschenkt bekommt. Aber ihr wisst, ich bin faul geworden. Nein, sie kann mich so viel beschenken, wie sie wollen. Das ist alles. Ich schalte mal kurz den Bot aus. Denke nicht, dass da jetzt ein 100er reinkommt, den ich noch brauche, in der Zeit, wo wir dieses Video hier drehen. Fangen wir an. Rauchpad eine Stunde lang. Anstatt 30 Minuten. Und es kommt pro Minute ein Spawn. Normalerweise alle 5 Minuten, außer ihr geht. Was ja momentan nicht wirklich immer möglich ist mit dem Gehen. Deswegen Rauch ist seitdem viel, viel effektiver und viel, viel attraktiver. Ich habe davor eigentlich nie Rauch gezündet, außer für die Streams oder so. Aber nie wirklich, um effektiv zu sein. Außer hier und da mal, wenn es wirklich lame ist und gerade keine Spawns da sind oder so, um nochmal zusätzlich ein paar Spawns zu bekommen. Aber jetzt lohnt sich Rauch wirklich und wir hatten viele Angebote bezüglich Rauch. Rauch ist eine gute Alternative für Leute, die keine Spawnpunkte haben, ein bisschen außerhalb wohnen und wenig Stops haben und dies, das. Und ich finde, auch Rauchtag und sowas natürlich, das auch mit kombiniert. Und Rauchtag, da hält der Rauch ja auch 3 Stunden sogar. Und jetzt an Cides hielt er, glaube ich, auch 3 Stunden. Ich finde es auf jeden Fall gut, weil wie gesagt, Rauch war davor so eigentlich irrelevant und dadurch ist er ein bisschen mehr in die Präsenz geraten und können die gerne so beibehalten. Du kannst 20 Geschenke tragen und 30 Geschenke pro Tag aufmachen. Dazu hab ich auch schon mal ein separates Video gemacht, weil das war schon mal ein Bonus von irgendeinem Event, ich weiß nicht mehr welchen. Da habe ich gesagt, das ist einer der besten Boni, die es überhaupt gibt und richtig, richtig unterschätzt. Und ja, ist halt unterschätzt. Purer Luxus, dass man 30 Geschenke öffnet anstatt 20, ist sowieso mehr Interaktion, mehr Chance auf Glücksfunde, mehr Leveln und sowas. Hammer. Und auch das mit dem 20 Geschenke tragen ist auch Hammer. Vereinfacht einfach das Leben. Das ist einfach purer Luxus. Also das hatte ich auch damals schon gesagt und das sage ich heute noch. Das können Sie gerne beibehalten. Nur das Problem ist, da das mal ein Bonus war und wenn der Bonus zu dem Normalzustand wird, was hauen die dann später in der Zukunft als Bonus raus? Ist der Bonus dann, wenn das der Normalzustand wird, 30 Geschenke tragen und 40 aufmachen? Man muss sich ja immer steigern. Der Bonus muss ja immer krasser sein als der Normalzustand. Also so wie Dragon Ball. Damals, wo Goku und Gohan sich im Raum von Geist und Zeit gegen Cell den Super Saiyajin zum Normalstatus antrainiert haben. Genau so ist das jetzt. Eier werden doppelt so schnell gebrütet. Ey, Hammer. Das vergisst man halt, weil der Bonus schon so lange aktiv ist, aber das ist natürlich purer Luxus. Wir müssen halt nur noch die Hälfte laufen. Das ist beinahe so, als hätten wir 2 Inkubatoren momentan. Kann man das so vergleichen? Das ist halt doppelt effektiv. Also ja, ich denke schon. Doch, könnte man schon so vergleichen. Also doppelte Effektivität beim Brüten. Ja, gerne, immer, immer. Man muss keine Kilometer laufen, um an PvP teilzunehmen.
In der Tat, muss sagen, momentan mache ich wieder gar kein PvP, wirklich gar keins mehr. Obwohl ich diese Strategie habe, die halt immer noch gut funktioniert. Check gerne das Video ab, aber den Stress gebe ich mir momentan nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist Zuko-Keks und dann der Vogel und es zerstört mich einfach, wenn ich mir die Mühe gebe und dann kommt irgendwie so ein Starter oder Metagross oder sowas. Ey, da könnte ich mein Handy gegen die Wand schmeißen. So viel Zeit verschwendet, so viel Mühe, also Mühe, wirklich Mühe ist es ja nicht, aber so viel Zeit und dann kommt nicht das, was ich haben will. Das ist Leiden. Aber wenn ich mal Bock habe, dann mache ich das. Und es gab eine Zeit, wo ich das regelmäßig gemacht habe. Und wenn man wieder gehen muss, laufen muss dafür, dann wird es noch weniger attraktiv, noch unattraktiver, als es jetzt eh schon ist. Also das könnt ihr gerne beibehalten. Ich dachte, die Kamera ist wieder mal hängen geblieben. Die ist in letzter Zeit zu oft eingefroren. Spieler in Fanraids sind genauso effektiv wie normale Raider. Dazu habe ich ein Video gemacht, vorgestern. Ich liebe Fanraids, heißt das Video. Ich will nicht. Also das ist die eine Sache, die ich auf gar keinen Fall will. Und zwar, dass Fanraids weniger Schaden machen dann. Und dass dann halt nur noch 5 per Fanraid mitmachen können, weil momentan ist das Limit ja auf 10. Und momentan machen Fanraid-Leute genauso viel Schaden wie normale Leute. Und das ist nicht der Normalfall. Und ich hoffe, Niantic überlegt sich das nochmal. Weil Fanraids sind so geil, so eine tolle Sache. Man kann so viel machen. Man ist so viel flexibler. Es ist viel besser in den normalen Alltag zu integrieren, wenn man einfach mal einkaufen ist oder so. Man muss, ich sag mal, nicht die Zeit verschwenden, um wirklich dahin zu gehen. Zu der Arena. Klar, der soziale Aspekt geht dadurch ein bisschen verloren, weil man von ganz weit weg raiden kann, aber es macht das Leben, das normale Leben einfach so viel angenehmer. Und es finden halt mehr Raids statt, weil mehr Leute Zeit haben, nicht wirklich dahin gehen müssen. Leute, die Familien haben, die gerade kochen, Abendessen für die Familie machen, gerade das Kind stillen, was weiß ich, gerade die Hausaufgaben von den Kindern checken. Also ihr wisst, was ich meine, der normale Alltag halt, gerade in der Kasse anstehen und so weiter, und die können halt einfach schnell per Fanraid mitmachen. Gerade irgendwo in einem Meeting sind, wie ist das, Homeoffice gerade zum Beispiel. Also, Hammer. Es spawnen deutlich mehr Pokémon in der Wildnis. Auch nur eine leichte Änderung, aber Luxus. Merkt man gar nicht so, man denkt gar nicht drüber nach. Es sind immer die kleinen Sachen im Leben, die man dann gar nicht mehr, die man erst zu schätzen weiß, wenn es halt dann wieder weg ist. Aber Spawns sind deutlich erhöht. Vor allem dann für irgendwelche Boni, wie zum Beispiel letztens, leider auch schon viel zu lange her, mit dem mehr Sternstaub oder während der Rampenlichtstunde und sowas. Also, mehr Spawns ist immer gut. Mehr Spawns, noch mehr Spawns, bitte. Das war's, mehr gibt's nicht. Also mir fällt nichts ein. Oder? Waren das alle Boni? Anscheinend waren das alle Boni. Das könnte für Probleme sorgen, schreibt jetzt nur. Fast überall kann man aktuell mehr Pokémon. Fast überall kann man aktuell Pokémon in der Wildnis fangen. Ich glaube, da fehlt das Wort mehr. Die Spawns sind massiv erhöht und teilweise kann man doppelt so viele Pokémon fangen wie vor der Corona-Zeit. Vor allem hier könnte es also zu Problemen kommen. Immerhin haben sich die Trainer daran gewöhnt. Dass man nun so viele Pokémon sieht, eine drastische Änderung könnte zur Ernüchterung führen. Auf jeden Fall. Aber auch die Anpassung mit den Geschenken, okay, im Grunde genommen listet ihr jetzt gerade nochmal alles auf. Diese Anpassungen sollten geändert werden. Es ist verständlich, dass Niantic einige Anpassungen rückgängig machen wird, muss. Die Halbierung der Eierdistanz ist dort ein gutes Beispiel. Das war eine Zeit, in der man zu Hause bleiben sollte, eine gute Anpassung, doch beim normalen Spiel nicht zwingend notwendig. Fanrates gab es erst während der Corona-Krise und es wurde von Anfang an kommuniziert, dass mit dem Ende der Krise diese Rates verändert werden. Sondern Fernreader. Darauf muss man Tick achten. Sollte man direkt alle Anpassungen rückgängig machen, dann könnte es zu großen Diskussionen in der Community kommen. Niantic sollte also überlegen, welche Anpassungen man wieder rückgängig machen kann und welche das Spiel im Generellen deutlich verbessern. So ist es. Manche davon verbessern unser Spielerlebnis und warum nicht, Niantic? Gibt uns doch ein besseres Spielerlebnis. Ein paar Änderungen könnt ihr doch einfach lassen. Wieso nicht? Könnten diese Anpassungen verlängert werden? Achso, ja, wurden sie ja. Ja, genau.
kleine Hilfe von Kollegen Noah. Mehr zu ihm demnächst. Ich glaube, ich führe ein Interview demnächst mit ihm. Ich habe ihn zwar noch nicht gefragt, aber ich glaube nicht, dass er nein sagen wird. Grüße gehen raus. Wir müssen endlich mal Glücksfreunde werden. Das war's von mir, Leute. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu den aktuellen Boni und der aktuellen Lage und welche Boni davon wollt ihr längerfristig dauerhaft im Spiel sehen und welche meint ihr eher? Oder seid ihr eher der Meinung, nee, es sollte wieder normal werden und wir müssen uns alles hart erarbeiten? Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.